Moin, Mario hier. Willkommen auf meiner Schiffsmodellbauwerft. Ja, und weiter geht's mal wieder mit der neuen Bismarck, wie ich sie immer nenne. Und ja, hier sind die Teile aus den ersten beiden Ausgaben. Das habt ihr schon gesehen. In der ersten Ausgabe stand drauf, glaube ich, die Legende ist zurück. In der zweiten Ausgabe stand schön drauf, der Mythos erwacht zum Leben. Und was steht in der dritten Ausgabe drauf? Die kommt so in ganz normal wieder in einer Tüte. Ich habe sie wieder zugeschickt bekommen. Ne, vielen Dank, liebe Mutti. Sie hat mir die Ausgabe wieder im Zeitschriftenhandel besorgt und mir sie dann per Post zugeschickt. Also, ne, mal gucken, wie es weitergeht. Auf jeden Fall packen wir sie erstmal aus. Und da fällt auf, die Vorschau auf Ausgabe 4 ist da. Und zwar kommt hier der dritte Abschnitt für den Metallrumpf und eine Batteriebox mit Kabel und Teile für die beiden Katapulte, Schleuderbahn, Schleuderträger und Räder. So, steht also nichts weiter. Steht also nichts weiter davon, dass es vielleicht ein Test ist. Ich gucke jetzt hier noch mal rein. Also hier steht wirklich nichts weiter. Von wegen, was für ein Hersteller das ist. Also hier steht immer noch Hachette. Ja, gut. Bauanleitung lassen wir erstmal. Jetzt gucken wir dann uns erstmal hier die Teile an. Achso, da gucke ich lieber rein, was geliefert wird. Und zwar, ja, einmal ein Bugteil. Ach, das machen wir anders. Ich hole eins nach dem anderen raus. Und mal gucken, ob ich diesmal das Ganze ein bisschen besser ausgepackt bekomme. Diese Verpackung mag ich eigentlich überhaupt nicht. Oh, sehr, sehr nach Plastik. Müffelt sehr nach Plastik. So, siehst du wohl, alles ausgepackt. Und zwar Bugteil für den Rumpf. Ja, ich will ja hier keine Farbe kaputt machen. Aus Metall. Dann haben wir Verstrebung links und Verstrebung rechts. Ein kleines Tütchen mit Schrauben. So, was ist das hier? Das ist der Schleuderschlitten. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob das Metall oder Plastik ist, aber ich will da nicht lange nicht das drin rumprobieren, nicht dass das kaputt geht.
Und dann haben wir hier ganz viele Teile. Auch von unten einmal so zu sehen. Für das erste Bordflugzeug, für die Arado AR 196. Gut, das gucken wir uns dann gleich mal an. Das lasse ich hier jetzt aber noch mal so weit drinne. Und nun gucken wir uns mal an, was wir machen sollen. Also auf jeden Fall werden hier jetzt Bugteile zusammengeschraubt. Und dann können wir nachher auch gleich mal gucken, wie der Stoßbereich dann sein wird. Da haben ja schon viele gesagt, Mensch, das ist bestimmt zu sehen. Gut, wenn man was verschraubt, ist das anders, als wenn man das natürlich spachtelt und schleift und spachtelt und schleift und bemalt. Gut, und dann wird die kleine Arado auch noch zusammengebaut. Mal gucken, ob ich das dann auch so hinbekomme. Hier haben wir dann das Ergebnis hier dieser Ausgabe. Also haben wir auf jeden Fall einen kleinen kompletten Flieger am Ende dieser Ausgabe. Gut, Kameraposition wird gewechselt und dann bauen wir das Ganze mal zusammen. So, als erstes benötigen wir dann hier dieses Rumpfteil, das untere vordere Rumpfteil aus dieser Ausgabe und das obere vordere aus der ersten Ausgabe. Das wird dann hier so zusammengesteckt. Passt auf jeden Fall rein. Und dann hier mit den beiden Schrauben, mit zwei Schrauben, die hier mitgeliefert wurden. Hier sind aber drei Schrauben, also haben wir eine Ersatz. Holen wir die mal hier raus. Also was hier erstmal positiv anzumerken ist, weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Die Gewinde sind hier nicht mit Farbe vollgekleistert. Man kann in den Gewinden den metallischen Glanz sehen. So, fest, passt, wackelt und hat Luft. Vorne muss man noch mal ein bisschen korrigieren. So, so sieht das Ganze dann aus. Könnte man ja mal einfach spaßenshalber das Deck hier oben rauf halten. Ja. Macht eigentlich schon was her. Gut, also das war dann der erste Schritt in dieser Ausgabe 3. Holen wir mal die Arado-Teile alle mal raus. Hier von unten schön hellblau, von oben grün.
kann man hier auf der Schneidmatte gar nicht so richtig ordentlich sehen. Hier ist die Cockpit-Verglasung. Hier haben wir den kleinen Propeller. Und hier dann die Flügel. Die Deckels sind auch schon alle drauf. Erleichtert uns natürlich ein bisschen Fummelarbeit. So, nun soll das Ganze dann mit Sekundenkleber zusammengeklebt werden. Bereite ich mir mal ein bisschen was vor. Und zwar als erstes werden dann diese beiden Teile hier so zusammengeklebt. Auf die 5 Zapfen, sagt die Bauanleitung, ein bisschen Kleber raufgeben. Das sind hier diese, eine hier hinten und dann 2 in der Mitte, 2 im vorderen Bereich. Werden wir dann mal machen, ganz bisschen nur. Deswegen ja hier mit dem Zahnstocher. So, und ohne Klemme wird es dann nicht gehen. Nun warten wir dann hier an diesem Teil erstmal, dass der Kleber abbindet. Dann kommen wir zum nächsten Schritt. Und zwar brauchen wir den Propeller und die Öffnung des Motors. Hier kann man schön die Details erkennen. Ne, auch dann nachher von unten und von oben. Und nun soll der Propeller hier eingeklebt werden. So, auch hier warten wir dann, bis der Kleber trocken ist, weil der nächste Abschnitt ist dann hier, dass dann der Motor hier vorne an dem Flieger vorne rankommt. Ja, nun geht es dann hier weiter. Kleber ist trocken. Und zwar wird dann jetzt hier vorne der Motor angeklebt. Müssen wir natürlich gucken, dass hier die hellblaue Seite dann auch nach unten zeigt. Jetzt habe ich nicht mal vorher geguckt, ob das Ganze rauf passt, aber passt.
Noch ein bisschen hindrehen. So. Nun haben wir dann auch schon den Propeller dran und den Motor. Jetzt kommt dann das Gehäuse. So, mal gucken, dass wir hier nicht übertreiben mit dem Kleber. Blub. So, auch das hat gepasst. Jetzt kommen wir zum Flügel. Machen wir doch mal eine Passprobe. Also ich muss ehrlich sagen, die Arado, die gefällt mir richtig gut. So. Auch hier Kleber rauf auf die Zapfen. So, machen wir doch zur Sicherheit dann doch noch mal eine Klemme rüber. So, dann lassen wir das Ganze so ein bisschen abtrocknen. In der Zwischenzeit habe ich die beiden Schwimmer schon zusammengeklebt. Und nun sollen dort die Schlitten angeklebt werden. Die müssen wir dann hier erstmal aus dem Gießast rausholen. Hier steht auch schön dran links und rechts. Nehmen wir als erstes mal den linken. Muss ich erstmal genau gucken, wo schneide ich das Ganze ab? So, dann haben wir das linke Teil erstmal und einmal das Ganze hier reingesteckt. Ich hoffe, das ist jetzt so richtig rum. So, das steht jetzt im Bild, sieht das andersrum aus, also einmal andersrum drehen. So, das ist dann der linke Schwimmer. So sieht das Ganze aus, also können wir das so zusammenkleben. So, das ist der linke, dann packe ich den auch links hin. Und dann noch einmal schnell den rechten.
Und das ist dann der rechte. So sehen beide auch spiegelverkehrt aus. Also denke ich mal, habe ich da alles richtig gemacht. Einmal wieder das Ganze trocknen lassen, bevor wir natürlich dann das Ganze weiter zusammenbauen. So, hier haben wir dann unsere Arado und die muss ja jetzt noch die Schwimmkörper bekommen, denn das ist ja ein Wasserflugzeug. So, dann ne, hier die rechte Seite einmal umdrehen und dann kommt das hier so, soll das hier so ran. Es sind auch überall hier Aussparungen zu sehen. Na, hier die nicht ganz so gut. Aber hier ist ein Loch und hier ist ein Loch. Da werden wir dann jetzt überall Kleber drauf machen. Hier mal noch ein bisschen überschüssiges Plastik abschneiden. So, dann das Ganze dann für die andere Seite auch. Ja, das ist nicht so einfach mit die dicken Wurstfinger. Ja, das auch, sind auch beide Schwimmer parallel. Gut. Schön vorsichtig und trocknen lassen. Und zu guter Letzt soll dann der Schleuderschlitten aufgeklebt werden. Der kommt dann hier in diese Aussparung, hier sind drei Stück zu sehen, in die Aussparung kommt der dann rein. So, erstmal neun Zahnstocher nehmen. Um dann dort vorsichtig Sekundenkleber aufzubringen. So, alle Aussparungen getroffen. Jetzt muss ich das einen Augenblick so festhalten. Gut. Ja, das
Ergebnis dieser Ausgabe, ne, ist dann hier das Rumpfteil. Wäre eigentlich schön, wenn man das schon mal so drapieren könnte. Und diese schöne Arado. Hier einmal schön von unten. Einmal hier schön von vorne. So. Abflug. Und dann stellen wir das Ganze mal hier schön auf Deck. Damit man mal sehen kann, die Relation. Ne? Boah. So, ja. Das war's dann quasi mit Ausgabe 3. Und ja, wer weiß, ob es dann die letzte Ausgabe war, die von der neuen Bismarck, sprich der Metall- und Plastik-Bismarck mit den ganzen Sonderfunktionen. Ja, gucken wir mal, ob dann nächste Woche die vierte Ausgabe erscheint oder nicht. Und wann das Päckchen dann kommt von dem Abonnement, was dann da alles drin ist, ob dann auch die Schneidmatte da drin ist, die in der ersten Lieferung ja für Abonnenten als kleines Präsent dabei ist. Gut, gucken wir mal. Also, die Arado, also ich finde die total toll. Vielleicht kann man sie ja dann bei der Amati Bismarck benutzen. Mal gucken, falls das hier nicht weitergeht. Und also die sieht wirklich schick aus. Ich mache da nachher auch noch mal ein paar Nahaufnahmen, ein paar kleine Bilder. Die hänge ich dann im Anschluss an dieses Video mit an. Ja, nun sind wir fertig mit der Ausgabe 3. Mal sehen, wie sich das bewahrheitet mit der Mythos erwacht zum Leben oder die Legende ist zurück. Und ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kicken wollen wir da in.